Servus und herzlich willkommen zu den Gameswelt-Nachrichten. Ich bin wie immer der Pirmin, schön, dass ihr da seid. Ja, der Tag ist heute mit so einem großen Knall gestartet, den will ich euch gar nicht vorenthalten. Vampire the Masquerade Bloodlines 2, da greift Paradox Interactive jetzt durch. Diablo 2 Resurrected kommt mit Mod-Support und PC-Anforderungen. Der Watch Dogs Legion Online-Modus erscheint im März und AMD hat USB-Probleme mit den X570 und B550 Mainboards. Wenn ihr in Zukunft kein Video mehr von uns verpassen wollt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal und drückt auf die Glocke. You will come to despise it as much as I do. But I've waited so long. Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, diese Meldung würde mich so richtig krass überraschen. Es gibt einfach Problemspiele, die uns schon länger begleiten und uns regelmäßig Stirnfalten bescheren. Vampire the Masquerade Bloodlines 2 gehört da definitiv dazu. Machen wir es kurz und knapp, Vampire the Masquerade Bloodlines 2 wurde erneut verschoben. Dieses Mal hat Paradox Interactive allerdings die Schnauze so voll, dass sie nicht nur das Spiel weit hinter 2021 verschoben haben, ein genauer Termin wurde noch nicht genannt, sondern darüber hinaus auch das zuständige Entwicklerstudio Hardsuit Labs entlassen haben. Paradox arbeitet von nun an mit einem anderen Entwickler zusammen, welcher ist allerdings nicht bekannt. Während wir noch gespannt auf Diablo 4 warten, können wir uns die Zeit bis dahin mit Diablo 2 Resurrected vertreiben. Das Remaster kommt noch irgendwann dieses Jahr, hat aber definitiv höhere Systemanforderungen als das Originalspiel aus dem Jahre 2000. Wo früher noch 2 GB RAM gereicht haben, braucht ihr heute definitiv mindestens 8 GB, empfehlenswert sind sogar 16. Auch der Festplattenspeicher mit 30 GB dürfte unlängst ein wenig höher ausfallen. Dazu kommt mindestens ein i3 3250 und eine GTX 660 oder ein AMD FX 4350 und eine Radeon HD 7850. Zusätzlich hat der Entwickler via Twitter mitgeteilt, dass Diablo 2 Resurrected Mod Support bieten wird. Weitere Infos dazu sollen allerdings erst später folgen. Der Online-Modus von Watch Dogs Legion hätte eigentlich schon längst erscheinen sollen. Doch dank Corona wurde einiges an Plänen ordentlich durcheinander gewürfelt. Nun ist endlich ein Ende in Sicht. Am 9. März soll es endlich im virtuellen London losgehen. Der Online-Modus wird dann selbstverständlich kostenlos erscheinen und vorrangig kooperative Missionen bieten. Die könnt ihr wahlweise im Team oder auch alleine spielen. Aber auch PvP-Spieler werden nicht vergessen. So finden zum Beispiel die Spider-Bot-Arenen Einzug ins Spiel, in denen könnt ihr euch mit euren kleinen Bots in bester Free-for-All-Deathmatch-Manier behaupten. Natürlich kommen auch noch tägliche und wöchentliche Herausforderungen, ein paar Sammelobjekte, Weltaktivitäten und einiges mehr. Nicht nur die neue PlayStation 5 hat das ein oder andere technische Problem, sondern auch die neuen AMD-Mainboards der 500er-Serie. In den letzten Tagen häufen sich immer mehr Berichte, zum Beispiel auf Reddit, in denen sich Nutzer über Probleme mit der USB-Konnektivität beklagen, egal ob X570 oder B550. Diese besitzen dabei unterschiedliche Ausprägungen, bei manchen funktioniert die Tastatur nicht mehr, andere hingegen haben Probleme mit VR-Headsets und Kopfhörern. Laut AMD handelt es sich dabei allerdings wohl nur um eine kleine Anzahl an Nutzern, trotzdem kann das Unternehmen das Problem noch nicht reproduzieren. Darum bittet das Unternehmen aktuell seine Community um Hilfe und hofft, zusätzliche Hardware-Konfigurationen zu erfahren. Das war's wieder mit den Gameswelt-Nachrichten für heute. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, schaut euch mal gerne den Livestream-Fail von Metallica auf Twitch bei der BlizzConline an. Da wurde die Musik sehr eigenwillig, sage ich mal. Dann würde ich mich auch freuen, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, macht's es gut. Ciao.